Woche 18. Dem Unangenehmen begegnen. Alle spirituellen Lehren wollen einen ermutigen, den eigenen Tod ernst zu nehmen. Aber es ist erstaunlich, wie schwierig es ist, diese tiefe Betroffenheit wirklich zuzulassen. Das Einzige im Leben, auf das man sich wirklich verlassen könnte, ist den meisten Menschen unglaublich fern. Wir gehen zwar nicht so weit zu sagen, dass wir nicht sterben würden, weil wir es natürlich besser wissen, aber wir alle glauben daran, dass es definitiv erst später sein wird. Das ist die größte Hoffnung und damit auch das größte Leidenspotenzial. Die folgenden Worte sind die letzten Tagebucheintragungen von Etty Hillesum, einem 27-jährigen jüdischen Mädchen in Auschwitz, das 1943 ihr Todesurteil bereits vernahm und 2 Tage nach dieser Notiz hingerichtet wurde. Gut, diese neue Gewissheit, dass man unsere totale Vernichtung will, nehme ich hin. Ich weiß es nun. Ich werde den anderen mit meinen Ängsten nicht zur Last fallen. Ich werde nicht verbittert sein, wenn sie nicht begreifen, worum es in meinem Innenleben geht. Da fühle ich vollkommene Sicherheit und auch Aufgehobenheit. Diese eine Gewissheit darf durch die andere, in Klammer, des Genozids, weder angetastet noch entkräftet werden. Ich bin so dankbar, all das erleben, ertragen, fühlen zu dürfen. Das Leben ist schön und sinnvoll, auch wenn ich mich das kaum noch in Gesellschaft zu sagen getraue. Oft lebt man im Widerstand zu negativen Gefühlen, zum Unangenehmen und Unbequemen und lebt ein tiefes Missverständnis in Bezug auf Erfüllung. Man glaubte, Erfüllung sei ein Gemütszustand, wo alles in einem gut, friedlich, glücklich, voller Liebe, heil und hell ist. Erfüllung ist kein Gefühlszustand und noch viel weniger eine Aneinanderreihung von Wohlseinszuständen. Es ist leicht, mittels bestimmter Techniken oder bestimmter Gemeinschaft einen Zustand voller Liebe und Überfülltheit des Herzens zu erleben. Das sind aber periphere Erfahrungen, die sich genauso schnell wieder auflösen. Ein solcher Ansatz wäre nur eine Auffüllspiritualität. Leidenschaft für die Bequemlichkeit wird vom Lustprinzip gesteuert. Im Madhurya Kadambini wird Utsaha Mai, wankelmütiger, oberflächlicher Enthusiasmus, als ein Symptom der untersten Hingabe verstanden. Es kann aber höchst unbequem werden, dem Wahren zu dienen. Damit man dem Wahren angemessenen Raum geben kann, bedarf es auch der Bereitschaft für das erst einmal Unangenehme. In der widerstandslosen Annahme dessen, was für einen selber unbehaglich schien, beginnt die Durchdringung zur Substanz darunter. In Klammer Bhagavad Gita 18.37. Dieser Ansatz bezieht sich auf die eigenen Strukturen im Geist und darf nie als Legitimierung von Unrecht in der Welt benutzt werden. Es wird wieder hell, wenn man sich allen Mutes in die tiefste Finsternis hineinwagt. Das ist für spirituell euphorische Menschen manchmal schwierig. Sie möchten sich lieber sofort auf spirituelle Höhenflüge begeben,
als in die Tiefen ihrer Samskara-Lager, in Klammer Manas, hinabsteigen, um dort mit der Aufmerksamkeit das zu würdigen, was sich in anfangsloser Geschichte hier angesammelt hatte. Die sogenannten spirituellen Höhenflüge enden im Absturz, da sie von keiner Substanz getragen sind und nur einen momentanen eigenen Kraftakt des Himmelsstürmers darstellen. Darauf verweist der Mythos des Ikarus. Man fürchtete, dass die alten Tendenzen einen vom Pfad abbringen könnten. Deshalb hat man sich von ihnen abgeschnitten. Doch im Mut des Herabsteigens in das, was einem immer unangenehm erschienen ist, darf sich die dort angestaute und gespeicherte Lebenskraft erlösen. All die Lebenskraft, die zur Wegdrückung des Unangenehmen verwendet wurde, darf wieder integriert werden in das spirituelle Leben. Es gehört zu den großen Rätseln dieses Geistes, dass es tatsächlich Widerstände in uns gibt, die nicht in der Heimat einkehren wollen. Es gibt Kräfte im Menschen, die sich vor dem Nachhausegehen wehren. Diese Kräfte manifestieren sich als äußere Hindernisse. Es wäre methodisch falsch, mit diesen in einen Widerstreit zu treten, da man genau dann die Aufmerksamkeit mit Nebensächlichem bindet. Durch Introspektion und Austausch mit verwirklichten Bhaktas darf man diesen Kräften begegnen. Nun ist allergrößte Wachsamkeit gefordert, eine klare Unterscheidungskraft und ein Innehalten beim Unangenehmen. Wendet sich ein Sucher in der Meditation zum ersten Mal seinem Innenleben zu, wird er meistens mit innerer Leere, seinen nicht gestillten Sehnsüchten und seinem tief empfundenen Minderwert konfrontiert, was häufig große Ängste auslöst. Die Aufforderung, in Stille damit zu sein, stellt den Meditierenden vor eine scheinbar unlösbare Situation, da er eher versuchen wird, diese unerwünschten Emotionen in der Meditation auf magische Weise loszuwerden. Lieber Krishna, ich bete nur um die Gabe der Geduld im Ausharren. Geduld ist das Annehmen und Aushalten der momentan gegebenen Umstände. Das griechische Wort für Geduld, Hypomone, meint das Drunterbleiben, das Standhalten. Man kann einer Situation etwas entgegenhalten, ohne gleich von ihr ausgeliefert und bestimmt zu sein. Die Geduld ist also die Kraft, unterhalb des Geschehens zu bleiben. Man verweilt an dem Punkt, welcher sich nicht mehr bewegt, wenn sich die Welt bewegt, in der Verankerung der ewigen Seele.